Lady Gaga hatte zu ihrem ersten Produzenten Rob Fusari ein Verhältnis der eher romantischeren Art, obwohl dieser bereits verlobt war und sogar zusammen mit seiner Partnerin lebte. Das war für Gaga aber noch lange kein Grund, ihre Romanze mit Fusari abzubrechen. Doch alles sollte sich schon bald in einen einzigen Albtraum verwandeln, in dem gegenseitige Anschuldigungen und Beleidigungen gang und gäbe wurden. Fusari hätte Gaga sogar beinahe ihre Karriere ruiniert. Am Ende blieb von der einzigen Liebe nur noch Hass und Groll übrig. I just sometimes feel like a loser still, you know? I remember, you know, meeting her for the first time at my studio. The last half hour of the meeting, I had invited her into the control room and asked her to play one of her songs on the piano. And she sat down and she started performing a song that she had written called Hollywood. And that's when it just like nothing I've ever seen before. I felt again like, you know, the same feeling of when I heard the piano for the first time. Und so, ohne es überhaupt gemerkt zu haben, begann Lady Gaga, wie sich am Ende herausstellte, sich auf einem sehr holprigen Pfad zu bewegen. Was wie ein Märchen begonnen hatte, wurde schließlich zum schrecklichsten Kapitel im bereits an sich so stürmischen Liebesleben der unvergleichlichen Lady Gaga. Nach einem Jahr heimlicher Beziehung mit Fusari beschloss sie, der Romanze ein Ende zu setzen. Doch der Produzent nahm das nicht einfach so hin und verklagte Gaga in Höhe von 30 Millionen Dollar. I gotta pick myself up and I have to tell myself I'm a superstar every morning so that I can get through this day and be for my fans what they need for me to be. But sometimes I still feel like people are trying to destroy me. I had the bittersweet kind of taste in my mouth about, you know, the Gaga thing going sour, and so sour at that. It put a bit of a block. Fusari beschuldigte Stefani Germanotta, der Geburtsname von Lady Gaga, ihm nicht seinen zustehenden Anteil, der aus ihrer gemeinsamen gegründeten Gesellschaft Team Love Child erzielten Gewinne ausgezahlt zu haben, bei der auch Gagas Vater Anteilseigner war. Aber Fusari ging es nicht nur um das Geld. Er war auch darauf gepicht, Germanotta das zu nehmen, was ihr am teuersten war, ihren Künstlernamen Gaga. Sein Hauptargument war, dass er der eigentliche geistige Urheber ihres Künstlernamens war. How does it go from this incredibly close bond to a $30.5 million lawsuit? I think that as things progress and you get more successful and bigger as an artist, that a lot of people come into the fold. As a producer, creatively, friendship-wise, I wanted to stay on the train, so to speak. I felt like I helped build the train. Angesichts der harten Anschuldigungen reagierte Gaga mit einer Anklage gegen ihren ehemaligen Liebhaber. Und nach Monaten und unzähligen Verhandlungen kam das einzige Liebespaar zu einem Konsens und beschloss, gemeinsam sämtliche Anklagen fallen zu lassen, um so eine mündliche Vereinbarung zu erreichen. Forget all this. This is ridiculous. Let's just part ways as two human beings who had a great moment together. So I think it was really just a conscious decision on both our parts, because it was getting ugly, you know, and who needs that? Like, it was really time to just let it go. Decir que Lady Gaga no llegó a donde llegó gracias a Rob Fusari, creo que me parece como una reducción muy simplista, y el timing de la acusación o el timing del intento de quedarse con plata llega años después de su trabajo, pero llega a la demanda cuando ya sus mejores días habían pasado, y al revés, los mejores días de Lady Gaga estaban ocurriendo. Trotz der Bemühungen seitens der Presse, Lady Gaga zu einem Statement zu bewegen, hat sie sich bis heute nicht zu diesem Thema äußern wollen. Das lässt durchblicken, dass ihr der einzige Star-Produzent jetzt völlig egal ist. Was wie eine leidenschaftliche Liebesgeschichte einmal angefangen hatte, wurde für Lady Gaga letzten Endes zu einer traumatischen Erfahrung, die sie so schnell wie möglich und für immer vergraben will.
There is not a relationship, no. And I think the settling part is more about two people letting go. And it took me 6 years to understand that. Aber Lady Gaga ist aus dieser Geschichte gestärkt und reifer hervorgekommen. Den Schmerz und Kummer münzte sie in einzigartige Kreativität um, um so ihrer unglaublichen und erfolgreichen Karriere einen erneuten Aufschwung zu geben. Denn das ist der einzige Weg, den Gaga kennt: Selbstüberwindung und harte Arbeit.